KinoCast. Hallo und willkommen hier zum neuen KinoCast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo lieber Erik und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo. Ich habe gehört, wir kriegen gleich alle Mittagessen, deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen. Habe ich auch gehört, bin gespannt. Yeah. Wir haben Filme mitgebracht und zwar der erste Film, den wir besprechen heute, ist der Film, der heißt A Killing Romance. Der heißt aber nur so auf Deutsch, denn das ist ja ein typisch deutscher Titel, denn im Original heißt er Hitman und ist nicht mehr und nicht weniger als der neue Richard Linklater-Film. Und den hatten wir in der Sneak Preview gehabt, war doch etwas überraschend, weil selbst der Sneak-Moderator hat gesagt, dass keiner der Tipps kommt. Und das, aber das liegt an der Titelverwirrung, die es da gab. Wahrscheinlich hatte der Chris Der Moderator die Nachricht bekommen hat, ja, es kommt Hitman. Hm. Okay, dann gehe ich davon, Hitman kommt und der stand nicht auf der Liste. So. Das stimmt. So nicht, genau. So, was haben wir denn noch? Dann gibt es natürlich haben wir die Charts bekommen? Nee, aber es gibt auf jeden Fall irgendwelche Charts. Ich glaube. Und die Neustarts der Woche. Dann habe ich natürlich, ich bin ja auch darauf hingewiesen worden, auf diversen Social Media Profilen. Irgendwie weiß man da draußen, dass ich so High-Filme mag irgendwie. Da wurde ich schon, als der angekündigt war, dieser Film Sula Sen, also Im Wasser der Sen heißt der auf Deutsch, auf Netflix, wurde mir das schon diverse Male irgendwie geschickt, dieses Teaser-Bild. Und jetzt lief der ja letzte Woche an auf Netflix und da habe ich mir den gleich mal runtergeladen, habe den dann auf der Fahrt geschaut gehabt. Dann hat ja die Kate letzte Woche, war es glaube ich, Wochenendrebellen empfohlen. Den habe ich jetzt gestern geschaut mit der Family. Werde ich auch noch 2-3 Worte sagen. Serien, natürlich. Wir hatten ja schon in den letzten Wochen drüber berichtet oder wir haben uns darauf gefreut, auf die neue Star Wars Serie The Acolyte. Mal schauen, wie sie uns gefallen hat. Wir haben die ersten 2 Folgen gesichtet. Ich möchte mal was zu The Bear sagen, zu der Serie. Ich weiß, ich bin ein bisschen late to the party, aber wir hatten die damals besprochen, bei Fortsetzung folgt, glaube ich, und ich glaube, hier auch schon mal erwähnt. Da muss ich jetzt nochmal, nachdem ich die komplett gesehen habe, auch noch was sagen. Und die Kate hat eine Serie geguckt, da bin ich gespannt, die heißt Erik, genau wie ich. So mit C sogar. Ja, mal gucken, worum es da geht. Chris, A Killing Romance, Hitman. Ja. Worum geht's? diese typisch deutschen Titel, ey, großartig. Soll ich kurz was zum Regisseur sagen, damit man es ein bisschen einordnen kann? Ja, sag gerne. Also, ich liebe Richard Linklater-Filme. Für mich war Boyhood damals auch der Oscar-Favorit. Dann hat er zum Beispiel A Scanner Darkly gemacht. Dann hat er diese ganzen Before-Filme gemacht, Before Sunrise, Before Midnight. Das hat nichts mit Vampiren zu tun, sondern geht darum, dass sich zwei Menschen kennen und beschließen, ein bisschen Zeit miteinander zu verbringen. Und das ist einfach absolut großartig, diese Filme mit Ethan Hawke und Julie Delpy war es, glaube ich, ja. Waking Life, super großartiger Film. Und der hat immer so ein bisschen, es war nie so richtig mainstreamig, seine Filme. Und Killer Romance, habe ich erst gedacht, der schlägt in eine volle Mainstream-Richtung. Aber du wirst uns jetzt gleich mal sagen, worum es da geht. Ja, vielen Dank, lieber Erik, für diese Einleitung. Wir lernen Gary Johnson kennen. Der wird von Glenn Powell verkörpert. Den hatten wir zuletzt auch hier mit Sidney Sweeney. Du erinnerst dich? Mhm. Und Lügen haben kurze Beine, oder wie hieß der? Nee. Lügen haben, wo die Lüge hinfällt. Ah, wo so die Lüge hinfällt, genau. Wo die Lüge hinfällt. Und Gary ist eigentlich so ein ziemlich graumäusiger Psychologie-Dozent an der Uni. Und da musst du mir jetzt wahrscheinlich helfen, weil das war am Anfang, wo ich nicht so ganz drin war. Er arbeitet nebenher auch für die Polizei, richtig? Ja, genau. Also am Anfang nimmt der Film echt viel Fahrt auf. Also da wird sehr, sehr viel in kurzer Zeit irgendwie erklärt. Also wir sehen ihn als, ja, so quasi so Indiana Jones-mäßig an so einer Uni als Dozent, wie er über Psychologie referiert und hat da so sehr, sehr trockene Themen und trockene Ansätze. Und das ist so ein bisschen wie die Szene bei Ferris Bueller, wo der eine vorne referiert, die Voodoo-Wirtschaft, ja, weiß es jemand, weiß es jemand. So ungefähr war das auch. Und
Und alle irgendwie so, ah. Und dann erfahren wir, naja, abends setzt er sich dann seine Brille ab und er hat so einen ganz strengen Scheitel und so. Und er bastelt halt gern Elektronik und hat deswegen der lokalen Polizei schon mal ein bisschen geholfen, irgendwelche Wanzen und sowas zusammenzubauen, weil er das irgendwie ganz gut hinbekommen hat. Und damals gab es die halt noch nicht so einfach so zu kaufen und ist dann halt immer mehr reingerutscht, war dann auch, saß dann mit im Überwachungswagen drin, wenn ein Undercover-Polizist irgendwo reingegangen ist zu einem Einsatz. Und dann gibt es mal einen Einsatz, da ist der Undercover-Polizist, der ist suspendiert worden. Und sie haben halt niemanden, also der ist kurzfristig suspendiert worden und sie haben halt niemanden, der jetzt diesen Einsatz macht. Und da wird er halt reingeschickt. Und die Einsätze bestehen daraus, dass irgendjemand ein Hitman sucht, deswegen heißt er im Original auch Hitman, der Film. Und er soll quasi diesen Hitman, diesen Killer spielen, der einen Auftragsmord ausführen soll. Und bis zu dem Moment, wo der Auftrag erteilt wird und er sich bezahlen lässt, und dann soll die Person, die den Auftrag erteilt, halt verhaftet werden. Und ja, beim ersten Mal so noch ein bisschen nervös, aber dann wächst er immer mehr in die Rolle rein. Und ich glaube, dann bist du ungefähr reingekommen. Nee, da war ich schon mit. Ach so, okay. Also du hast jetzt sehr viel von dem erzählt, was ich, okay, was ich tatsächlich auch mitbekommen habe. Na, alles gut, alles gut. Genau, und erstaunlicherweise hat Gary sehr, sehr viel Erfolg mit dem, was er da macht. Also das ist, man hockt so ein bisschen dran so und denkt sich so, what? Also auch seine Kollegen, da hocken dran und so, hey, was passiert hier eigentlich gerade? Was ist denn da los? Was dem Ganzen eine sehr witzige Note einfach schon mitgibt. Und Gary entwickelt dann halt auch verschiedene Rollen, immer angepasst auf die jetzige oder auf die aktuelle Situation, was er gerade braucht, mit Fake-Tattoos, mit was weiß ich was allem. Also richtig, richtig durchdacht, auch von ihm. Verkleidet sich als Jeffrey Dahmer oder so. Ja, das war ein bisschen krass, aber ja. Und im Zuge dessen, seiner Tätigkeit dort, gerät er eben auch oder kommt er auch mit Maddie Masters zusammen von Adria Arjona verkörpert, die ihren Mann umbringen lassen möchte, weil der ganz furchtbar wäre und was weiß ich was und überhaupt. Und da so ein bisschen eine auf die ja weggesperrte, geschlagene Ehefrau mimt. Und das Problem von Gary ist, er entwickelt unglaubliche Sympathie für diese Dame und möchte eigentlich nicht, dass sie einen Fehler macht und geleitet sie quasi dann eher raus aus der Nummer, manövriert sie da raus aus diesem, ja hier, mach mal lieber nicht, was du davor hast, sondern guck sie nochmal anders an. Was für Stirnrunzeln zu Stirnrunzeln führt, vor allem auch bei Jester, bei Austin Amelio, den er ja da abgelöst hat. Und ja, es geht dann immer noch so ein bisschen weiter, bis eben Maddie sich nochmal bei Gary meldet und die beiden tatsächlich dann anfangen sich zu daten und dann läuft da ein bisschen mehr. Problem ist halt, Gary spielt in einer Rolle und nicht Gary. Also er ist nicht Gary, sondern er ist, oh Gott, wie hieß das? Nicht Steve, ne? Von wem redest du gerade? Von seiner Rolle gegenüber Maddie. Das weiß ich gar nicht mehr. Ja, also er heißt ja eigentlich Gary und dann dort ja, hat er halt einen Gary, anderen Namen, ich weiß es nicht mehr. Ja, ich krieg's auch nicht mehr. Irgendeinen. Genau, und ist halt ein bisschen schwierig, weil, ja, wie kriege ich meine eigene Personalität oder mein eigentliches Ich mit weiter unter und wie kriege ich das hin, dass Maddie das nicht mit hinkriegt oder mich rauskriegt und wie dass die Kollegen das nicht mitkriegen. Und einen kurzen Schluck trinken, bevor ich huste, Moment. Ah, so geht wieder. Und ja, daraus entspinnt sich eigentlich eine durchaus interessante Situation, weil er halt nebenher immer noch als Dozent arbeitet, aber auch da immer mehr in die Rolle des anderen reinschlüpft, immer mehr Coolness auch an den Tag legt, was auch seinen Studentinnen natürlich nicht verborgen bleibt mit, oh, wann wurde eigentlich unser Professor so cool und so heiß? Und ja, das war sehr lustig. Und eben halt die ganze Situation mit der Polizei, mit seinen Kollegen, mit eben Maddie und
dann kommt halt irgendwann raus, dass es nicht alles so ist, wie es eigentlich scheint. Und das gibt dem Film nochmal so ein bisschen Würze hinten raus, weil er halt nicht der typische Rom-Com-Film dann ist, sondern tatsächlich ein relativ durchdachter und sehr, sehr witzig, also nicht übertrieben Pipi-Kaka-Humor, was weiß ich, was witzig und auf Lacher ausgezielt, sondern Situationskomik-Humor, den, und das muss ich wirklich sagen, Glenn Powell unglaublich gut rüberbringt in seiner Rolle. Also fand ich absolut mega. Und ja, wie es dann mit ihm und Maddie weitergeht und was da so passiert, verraten wir nicht an der Stelle. Das wäre nämlich richtig gespoilert. Nur, wie gesagt, es ist alles noch ein bisschen anders. Basiert alles auf einer wahren Begebenheit. Sollte man vielleicht noch erwähnen, das stand am Anfang auch noch, da habe ich vergessen zu sagen. Ja, und kam am Ende kam ja dann auch nochmal so, sieht man dann auch so bei Bilder von den Originalen. Bei den Credits, und da sind auch nochmal ein paar witzige Sachen, was in dem Film, den wir gerade gesehen haben, alles verändert wurde oder so, weiß ich nicht. Ich sage jetzt mal keine Details, ne? Das war auch extrem gut gemacht dann. Also ich muss sagen, ich mag ja, wie gesagt, die Linklater-Filme, und ich mag auch so ein bisschen dieses leicht sperrige, dieses nicht so Mainstream-hafte, und da war ich am Anfang ein bisschen enttäuscht, weil das wirkte sehr mainstreamig. Ich dachte, ja, jetzt geht's um den Professor und der rutscht da halt rein. Haha, ist ja lustig. Und aber dann, schon relativ früh im Film wird dann klar, das geht dann irgendwie in eine andere Richtung, und man denkt sich, okay, ja, das hat er halt, zeigt er halt ein bisschen Interesse an seinem in Anführungszeichen Opfer, und aber dann dreht es ja immer irgendwie nochmal in eine ganz andere Richtung, und vor allem auch diese Nebencharaktere, die sind hier so schön ausgearbeitet. Also gibt es ja diesen anderen Ermittler, der dann den ein bisschen nachstellt und Jasper, ja. Den er ja abgelöst hat eigentlich. Ja, genau. Und ja, die Frau, die das Ganze koordiniert, immer die Einsätze. Also diese ganzen Nebencharaktere, die bekommen ja auch so viel Luft, und die sind auch sehr gut. Ist auch sehr gut, dass die so viel Luft bekommen. Weil die Szenen sind einfach toll. Ja, und wie heißt sie? Adria Arjona, die spielt auch ganz toll. Die hatten wir zuletzt bei Andor gesehen in der Serie. Und ich hatte sie, glaube ich, bei Morbius gesehen. Den habt ihr auch, glaube ich, nicht geguckt, zum Glück. Echt cool gemacht. Und auch wenn er dann immer noch mal Leute wieder trifft, weil man denkt sich dann, er hat so viele Einsätze als Undercover Polizist und bringt irgendwelche Leute da hinter Gitter. Und dann denkt sich dann, irgendwann muss er doch mal an irgendjemand geraten, der da, an den er schon mal hatte oder den er kennt oder irgendwas, weil er macht das ja alles in seinem Hood. Also er fährt jetzt nicht, was weiß ich, von, wo sind die? In Chicago, glaube ich, ne? Oder? Wahrscheinlich irgendeine. Also sie sind ist es nicht. Sind zumindest nicht. Mal nicht in eine andere Stadt gefahren, sagen wir es mal so. Ich weiß es gerade nicht, wo die genau sind, aber. Boah, jetzt müsste ich es auch nochmal gucken, aber es war nicht Chicago. Ja, nee, Chicago war der Bär, deswegen war das noch in meinem New Orleans. Dreharbeiten von New Orleans. Genau, sind zumindest mal nicht in eine andere Stadt gefahren für diese ganzen Einsätze. Und aber echt so, so cool gemacht eigentlich. Toller Sneak-Film auch. Ja, toller Cast, wie du es auch sagst. Also es war sehr, sehr, sehr lustig. Auch diese Szenen, wo er im Gerichtssaal sitzt, fand ich auch einfach cool. Ja, er muss ja immer mit hin als Zeuge. Verhandlungen. Ja, genau. Genau, dann ist er hier von wegen verdeckter Ermittler. Das fand ich auch schon sehr spannend, dass er noch nicht die Presse sich groß drauf gestutzt hatte auf ihn oder sowas, weil er da immer mit Klarnamen dann auch unterwegs war. Echt witzig gemacht, auch wenn er dann dran sitzt und da vor Gericht so voll niedergemacht wird mit, oh, was ist das für ein Mensch, der hier den anderen Menschen Sachen in den Mund legt und was weiß ich was. Und also von den Verteidigern, die versuchen, ihre Mandanten, die jemanden umbringen lassen wollten, rauszuhauen, dann ist er noch der Böse. Also echt herrlich, teilweise wirklich, wirklich herrlich gemacht. Und wie gesagt, es lebt sehr viel von Glenn Powell, der das echt stark macht in meinen Augen. Der da echt die verschiedenen Rollen wunderbar verkörpert. Ich glaube, der hat da auch echt Spaß daran, in die verschiedenen Rollen reinzuschlüpfen und da sich so ein bisschen zu verändern. Und deswegen doch ein absolut empfehlender Film. Also das ist wirklich ein Film, da könnte man auch sagen, hey, geh ins Kino. Der ist
dauert zwar 2 Stunden fast, aber ist dafür dann doch relativ kurzweilig. Hm. Nachdem der auf einigen Filmfestivals lief, zum Beispiel auf dem Venedig Filmfestival und Toronto Filmfestival, hat Netflix die Ausstrahlungsrechte für 20 Millionen gekauft für United States. Also da wird er wahrscheinlich gar nicht ins Kino kommen. Da kommt er gleich auf Netflix. Mal gucken, wie es hier in Europa funktioniert. Weil ich glaube, der könnte im Kino auch gut funktionieren. Da könnte ich mir durchaus definitiv denken. Dann habe ich gerade gelesen, die eigentliche Story spielt in Houston, Texas, aber wegen ein paar steuerlichen Geschichten hat man dann doch lieber in New Orleans gedreht. Da gibt es wahrscheinlich Fördermittel und so weiter. Und der echte Gary Johnson, der ist leider gestorben, bevor der Film fertig war. Der Regisseur hat mit ihm immer nur am Telefon gesprochen, hat ihn niemals im wirklichen Leben getroffen. Und im Film gibt es eine Szene, wo so ein kleiner Junge einen Hitman anheuern möchte und hat kein Geld und will dafür Videospiele geben. Und das ist basiert auf einem wirklichen Fall. Also von ihm, genau. Also total verrückt. Total verrückt. Ja, also ein sehr sehenswerter Film. Der startet ja in Deutschland in 25 Tagen, steht hier bei auf der Webseite. Jetzt müsste man mal rechnen, wann das dann tatsächlich ist. Also am 34.06. ist doch ganz klar. natürlich. Also ab 34.06. gibt es den dann. Das war gut jetzt. Der war echt gut. Ja, also könnt ihr den hier in Deutschland gucken, wenn er in Deutschland tatsächlich einen Start bekommt. Ich würde es zumindest dem Film wünschen. Ich glaube, der hat auch eine Chance an der Kinokasse, weil gerade der Glenn Powell nach jetzt Top Gun, also irgendwie hat er einen Lauf. Der spielt in lauter guten Filmen mit. Ja, wirklich. Ja, gut, Top Gun, ja, aber ja, doch. Wo die Lüge hinfällt und so. Also das, hat war, echt es war Lauf. Auch mega witzig einfach. Also ich erinnere mich gerne zurück an den Film mit Sydney Sweeney und so. Das war schon witzig. Und jetzt auch der wieder. Also was der gerade anfasst, ist nicht so schlecht, wo er drin ist. Ja, definitiv. Was geben wir punktemäßig? Du zumindest? Ich habe in der Gruppe 8 gegeben, aber ich würde ihm tatsächlich 8,5 geben. Ach, guck mal an. Ich habe in der Gruppe 9 gegeben bei uns. Ja, dann passt. Dann haben wir zusammen 8,5 gegeben. Gloria Sneak wäre da gerne mal gucken möchte, was wir so in der Sneak Preview hatten, was so die Tipps sind und so weiter, dann einfach mal auf Facebook, ja, das gibt's noch, Gloria Sneak gucken und dann seht ihr auch unsere Wertungen. Also ich, wie gesagt, 8,5, du 8,5, also sind wir vorne dabei hier bei Moviepilot. Da sind noch nicht so viele Wertungen drin, aber irgendeiner hat jetzt 6 Punkte gegeben. Der sagt zwar beruht das Ganze auf einer realen Person, ist aber dermaßen konstruiert, unglaubwürdig und verworren. Immerhin unterhält der Film durch seine unvorhersehbare Art ganz gut. Das fand ich gerade das Gute, diese unvorhersehbare Art, gerade wenn man viel ins Kino geht. Ich fand nicht, dass der konstruiert, unglaubwürdig und verworren ist, weil der basiert halt auf einer realen Geschichte und wenn die halt so war, dann war die halt so. Ich sage zwar auch immer, ja, Film sollte nicht unbedingt nur die Realität abbilden, sonst brauche ich keinen Film. Aber wenn die Realität so abgefahren ist wie hier, dann kann man das ruhig so machen. Und am Schluss sieht man ja dann auch noch die Unterschiede zur realen Person. Und gerade das fand ich dann auch so das Coole, dass das noch so gezeigt wurde, was jetzt der Film verändert hat. Und ja, sehr gut. Ich habe zumindest eine sehr positive Wertung bei Moviepilot reingesetzt. Könnt ihr auch gerne mal lesen unter dem Beitrag A Killer Romance. Und weil ich gerade erwähnt hatte, dass wir hier die Gloria Sneak Gruppe haben, wo wir auch immer posten, was so die Tipps sind. Wie sind denn die Tipps für die kommende Sneak Preview? Der Hinweis der Kinoleitung lautet: Das habe ich mir anders vorgestellt. Und es sind 2 Tipps eingegangen: einmal von dir, Erik, Hardcore Never Dies, und vom Martin, To the Moon. Da ich ja weiß, dass manchmal der Chris mit involviert ist in die Tipps, kann ich mir denken, das habe ich mir anders vorgestellt, wenn da Hardcore Never Dies, weil da geht es halt nicht um irgendwie Hardcore, sondern ja, ich werde mal noch einen Trailer mit rein posten bei uns. Ich sehe gerade, ich habe den noch nicht verlinkt, weil ich habe es von unterwegs gemacht. So, genau. Martin tippt To the Moon. Ja. Könnte auch sein. Der Martin hat ja auch häufig recht. Ja, tippt sehr gut. Na gut, dann schauen wir doch mal, was uns im Kino erwartet und was so in den Charts ist.
Kinocharts und Neustarts. Haben wir jetzt eigentlich die Charts bekommen? Hast du was gesehen? Nee, ne? Doch, haben wir bekommen. Ja? Also zumindest ich habe was bekommen. 3. Juni? Ach ja, das sind die. Okay, 3. Ja. Juni, stimmt. Dann auf Platz 5 in den Stuttgarter Innenstadtkinos ist Furiosa, a Mad Max Saga. Mad Max. Dann haben wir auf Platz 4 den Planet der Affen, New King of the Apes. New Horizons. New Horizons, New Moon. New Moon, New. Platz 3, IF, Imaginary Friends, imaginäre Freunde. Den möchte ich immer noch sehen. Mal gucken, ja? Ob ich das vielleicht mal schaffe. Die Woche. Mal gucken. Genau, auf Platz 2 immer noch The Fall Guy, den ich jedem nur herzlichst empfehlen kann. Und Platz 1 kann ich auch jedem empfehlen. Garfield, eine Extraportion Abenteuer. Also mit, sagen wir so, mit Kindern reingehen, ja, dann ist es ganz lustig. Ja. So, was sind denn jetzt die Neustarts? Jetzt, wo ist jetzt mein... Fossil startet ein Drama am 13.06. Ich gucke gerade, worum es da geht. Fossil. Ist das nicht Drama. Eine Doku über diesen, nee, über steht, diesen Bergbau da? Da steht Drama, aber okay. Ein unerschütterlicher Kohlearbeiter weigert sich, den Ausstieg aus den fossilen Energien zu akzeptieren. Er zieht in den letzten Kampf gegen seine Vorgesetzten, gegen die Ökospinner, sogar gegen seine eigene Familie. Doch kann er überhaupt gewinnen oder muss er lernen, Veränderungen zuzulassen? Mhm. Okay. Es läuft auch noch an Problemista. Den hatten wir vor 3 Wochen ungefähr in der Sneak Preview und haben den hier in der Sendung besprochen. Da geht es um einen jungen Mann, der nach Amerika kommt und eher so introvertiert ist und ja, dann so in den ganzen Struggle, in den ganzen Überlebensstruggle in New York reingerät, in der Kunstwelt auch noch, wo er sich so ein bisschen durchschlagen muss und hat halt den Traum, dass er bei, was war es, Mattel, ein Spielzeugdesigner werden möchte, der aber nicht so... Hasbro. Hasbro, ja, okay. Der nicht so die Standardspielzeuge designt und ja, sehr empfehlenswerter Film, also unglaublich witzig auch an manchen Stellen, natürlich sehr abgefahren, ist halt eine A24-Produktion, aber ja, kann man durchaus mal schauen. Ja, dann haben wir, was ist das Ding, dann haben wir hier ein Schweigen, noch ein Drama, und zwar diesmal französisch-belgisches Justizdrama über einen Staatsanwalt, der 25 Jahre nach einem brisanten Fall von seinen Kindern ins Verhör genommen wird. Ja, da habe ich einen Trailer verlinkt auf kinocast.net, weil den fand ich auch ganz spannend, weil da geht es halt wirklich darum, warum hat er damals so gehandelt, warum hat er da freigesprochen und wieso und weshalb. Und Ja, aber bei belgischen Filmen da... Ja, ist Vorsicht geboten, Obacht, dass da nicht irgendwelche Schauspieler dabei sind, die man nicht sehen möchte. Es läuft auch noch an Sleep With Your Eyes Open. Ich nehme mal an, ein... Das ist ein Doku. Nee, Sleep With Your Eyes Open ist ein Drama. Hier steht Dokumentarfilm. Hä? Nee, ist ein Drama aus China. Kais Herz ist gebrochen. Auf der Suche nach Schmerzlinderung landet die Taiwanesin in einer brasilianischen Küstenmetropole. Dort lässt sie sich treiben und landet irgendwann im Regenschirmladen von Fu Ang. Die beiden spüren eine Verbindung zueinander. Sie sehen sich immer wieder, während sich zwischen beiden ein zartes Band der Freundschaft entwickelt. Doch die erwartete Regenzeit bleibt aus und Fu Ang muss den Laden schließen und die beiden verlieren sich aus den Augen. Ach ja. Ja. Wahrscheinlich fast das gleiche wie Problemista, bloß halt in Brasilien. Okay. Dann startet noch Der Sohn des Mullahs. Und da geht es drum um der iranische Journalist Rohollah Zam. Flüchtete nach Frankreich, nachdem er sich dem Regime widersetzt hatte. Nahid Persson dokumentiert sein Leben im Exil und enthüllt Infiltrationen des Regimes. Mhm. Aber es ist auch eine Doku. Ich nehme alles zurück. Okay, ich glaube, sonst läuft hier nichts weiter. Doku-Wochen hier. Nichts weiter an. Das Suspended Time noch, aber das startet erst am 19. Der läuft gar nicht an. Dann machen wir einfach mal weiter mit den gesehenen Filmen im Heimkino. Heimkino. Da habe ich geschaut, Im Wasser der Seen. Und habe ich gewundert, dass ihr da nicht reingeguckt habt. Was hast du da gesehen?
nachdem ich da das in unsere Gruppe geschrieben habe. Also wir wissen ja, es finden bald die Olympischen Sommerspiele in Paris statt. Und das wird jetzt nicht ganz so richtig thematisiert, aber doch irgendwie auch doch. Denn hier in dem Film ist es ein Triathlon, der da stattfinden soll, wo auch welche durch die Seine schwimmen. Aber es hat schon sehr viel Olympia-Flair. Allerdings sieht man nirgendwo die Olympischen Ringe, haben sie wahrscheinlich keine Lizenz bekommen, das zu zeigen. Aber wir sehen eine furiose Anfangssequenz, wo eine Wissenschaftlerin, eine Meerestierwissenschaftlerin irgendwo im, weiß nicht, wo die da sind, Atlantik, Pazifik oder so, wo die da so Haie untersuchen. Und da gibt's ja im Pazifik diese große Müllinsel, habt ihr bestimmt schon davon gehört, ne? Fast wie, so groß wie ein Kontinent, wo der ganze Müll sich ansammelt, der ganze Plastikmüll. Und das untersuchen die halt auch, was das für einen Effekt auf die Tierwelt hat. Und als dann ihr Team darunter geht und da zu tauchen, treffen sie plötzlich einen Hai wieder, den sie eigentlich mal checken wollten, denn sie haben den mit einem Sender versehen, so wie auch viele andere Haie. Und der Hai ist aber mittlerweile ungewöhnlich groß geworden, also der sollte gar nicht so groß sein. Und der ist auch sehr aggressiv, der massakriert gleich alle ihre Leute, die da im Wasser sind. Also richtig coole Szene für Hai-Fan-Liebhaber, also richtig gut gemacht. Und dumm nur ist, dass bei den massakrierten Personen auch ihr Mann mit dabei ist und das wirft sie dann natürlich erstmal völlig raus. Und dann kommt so ein Cut, wir befinden uns dann in Paris, sie ist mittlerweile bei so einer Art, ja, so wenn hier so ein Aquarium, also so ein, ja, wie so ein Zoo halt für Meerestiere, ne? Also so ein Aquarium als Führerin dort, wo sie alles erklärt. Und sie stellt aber dann irgendwann fest, also sie wird dann kontaktiert von so ein paar Umweltaktivisten, die diese Tracker von den Haien auch überwachen und die Haie schützen wollen, weil viele bringen halt Haie einfach so um, gerade wenn die sich irgendwohin verirren, und helfen dann den Haien wieder aufs offene Meer zu finden. Und die stellen dann fest, dass ein Hai plötzlich sehr nahe gekommen ist. Der befindet sich nämlich sogar in der Seine, obwohl das gar nicht sein kann, weil der Hai ist eigentlich ein Salzwasserhai. Und sie kontaktieren sie dann und ja, die tauchen dann auch mal in der dreckigen Seine, um dann zu sehen, ob da wirklich irgendwas ist. Denn da ist einer mit einem Auto von der Brücke gefallen, hatte einen Verkehrsunfall. Und man hat die Leiche überhaupt nicht gefunden und man weiß gar nicht, was ist damit jetzt passiert. Und sie tauchen dann da runter und sehen natürlich Bissspuren an dem Auto, ne? Und der Hai ist tatsächlich in der Seine, aber diese Bürgermeisterin von Paris, die sehr ähnlich gehalten ist wie die Madame Hidalgo, die jetzt gerade, glaube ich, die Bürgermeisterin von Paris ist, will das natürlich durchziehen, so ähnlich wie damals beim Weißen Hai, der Bürgermeister von der kleinen Stadt, der sagt, nö, wir sperren die Strände nicht, um Gottes Willen und so, das ist alles nur Panik machen. So ungefähr ist es hier auch. Es soll nämlich demnächst ein Triathlon stattfinden, wo die Wasserstrecke, die Schwimmstrecke genau durch die Seine stattfindet. Und da hat sie natürlich überhaupt keinen Bock drauf, weil es hat sehr, sehr viel gekostet und hat viel internationale Aufmerksamkeit, die ganze Aktion. Und da will sie gar nicht, dass das gesperrt wird. Aber alle warnen natürlich und die Aktivisten, die versuchen halt dann rauszufinden, wo der Hai eventuell sich versteckt hält, damit sie ihn da raustreiben, wieder aufs offene Meer. Und dann geht es natürlich ordentlich ab. Und ja, es gibt ja sehr viele Hai-Filme, die richtig scheiße sind. Ich habe ja hier schon einige besprochen, weil ich gucke ja so ziemlich alle. Das ist aber echt einer von den besseren. Das Einzige, was mich bei dem Film gestört hat, dass der sich manchmal ein bisschen selbst zu ernst nimmt. Weil irgendwie so ein Riesenhai, der plötzlich in der Seine ist, mein Gott, das hat viel, so ein bisschen Comedy-Potenzial. Aber die Darsteller waren erstaunlich gut. Die waren jetzt nicht so scheiße wie bei irgendwelchen anderen Filmen, wo man irgendwelche, weiß nicht, dritt- und viertklassigen Amateur-Schauspieler genommen hat. So nach dem Motto, ja, der Hai ist eh das Wichtigste hier im Film. Auf dich guckt da eh keiner. Sondern hier, ja, mir haben die eigentlich alle gefallen, weil sie hat dann unsere Forscherin hier, die ist Sophia, die hat nämlich auch dann Kontakt mit einem von der Wasserschutzpolizei, von der Seine Wasserschutzpolizei, mit dem Adil, und der spielt auch ganz gut. Und insgesamt war es eigentlich eine relativ okaye Sache. Hat mich gewundert, dass der bei Netflix direkt gelandet ist. Also ich glaube, der hätte im Kino auch ganz gut funktionieren können. Hat ein paar gute Bilder drin gehabt, hatte
interessanten Spannungsbogen auch. Also es war jetzt nicht so, dass viel Leerlauf war, sondern es ist immer irgendwas passiert. Es war jetzt auch nicht so viel, wo man sagt, so totaler Facepalm-Moment, wo man sich geärgert hat. Musikmäßig war ganz gut. Es war ein okayer Film. Ich sehe gerade bei Moviepilot hat er 5,3 von 10 Punkten und es haben hier echt schon viele abgestimmt, weil den haben viele geschaut. Es sind auch viele Kritiken hier schon drin. Und ich gehe ja sogar ein bisschen höher. Also in diesem ganzen High-Film-Bereich ist das einer, der auf jeden Fall über dem Mittelmaß liegt. Also deswegen gebe ich den in der Rubrik High-Filme, die ja eine eigene Kategorie ist, gebe ich mal 7 Punkte. Ist jetzt einer, der sich ernster nimmt. Ist jetzt nicht so ein Spaßfilm wie Sharknado oder so, völlig übertriebener Quatsch, sondern der sich ein bisschen ernster nimmt, hat aber doch so ein paar Momente, wo man ein bisschen schmunzeln kann, aber dann sind auch wieder so Action-Szenen drin und auch sehr spannende Szenen sind dann mit dabei, gerade am Anfang dieser, wo die noch nicht wissen, wo der Hai ist und dann ist auch erstmal der Hai ja die ganze Zeit nicht zu sehen, so ein bisschen weiße Hai-Feeling kam da auf und hat mir echt gefallen. Kann man auf Netflix durchaus mal gucken. Empfehlung von mir, Sula Sen, im Wasser der Sen heißt er auf Deutsch. Und 7 Punkte, Haifilm. Ist was für euch? Nee, ne? Haifilm nicht so. Solide, aber nein, danke. Genau. Ich hätte schon Bock drauf. Ja, na dann. Mhm. Wobei ja hier, dadurch, dass es in der Sen ist, man kommt als normaler Mensch ja nicht so richtig dazu, da mal zu baden oder reinzugehen. Deswegen fühlt man sich hier relativ safe die ganze Zeit, während bei der Weiße Hai war es ja eigentlich so ein schöner Strand am Meer, ne? Wo man dann doch öfter mal Bedenken hatte, so, was ist, wenn mir das passiert? Ja, deswegen. Aber ehrlich gesagt, wenn ich jetzt hier einer von denen wäre, die hier bei diesem olympischen Ding da mitmachen müssten und ich hätte diesen Film gesehen, ich weiß nicht, ob ich da so ohne Bedenken reingehen würde, was man da so sieht, was die da alles rausholen. Ja, und, ach ja, ich mochte das völlig geile Ende. Ich will es mal nicht spoilern. Ich mochte das. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, dass er am Schluss nochmal so eine Richtung eingeschlagen hat, die mir sehr gut gefallen hat. Das hat es für mich auch nochmal rausgerissen. Ja, für alle, die es gesehen haben, die werden wissen, was ich meine. Für allen anderen möchte ich es jetzt nicht spoilern, aber mochte ich sehr. Okay. Dann nochmal ein, zwei Sätze zu Wochenendrebellen. Hat ja die Kate wärmstens empfohlen. Ich kann mich da nur anschließen, ist ein toller Film. Er hat mich jetzt nicht so sehr bewegt wie die Kate jetzt. Er hat ja gesagt, ja, da musste er da weinen an vielen Stellen, war jetzt bei mir nicht so. Aber ich mochte den auch, wie er erzählt ist und auch hier auch wieder wie bei Killing Romance am Schluss die Fotos und Szenen von den echten Personen. Das basiert ja auch auf einer wahren Geschichte. Und ja, man sieht das Fritzl übrigens nicht, das war ja meine Frage. Man sieht nur ein paar Zusammenschnitte, aber ist auch klar, die konnten nicht jedes Stadion besuchen im Rahmen der Dreharbeiten. Das wäre dann doch etwas zu teuer geworden. Was ich mich bloß gewundert habe, die gehen da einfach so spontan zu jedem Spiel hin und kriegen an der Tageskasse noch Tickets. Ich weiß nicht, wenn ich so beim VfB manchmal sehe, so ausverkauftes Haus, das ist immer ein bisschen schwierig, da Tickets zu bekommen. Aber ja. Das gestehe ich dem Film zu, ist ein echt toller Film. Gute Empfehlung, Kate, danke. Wir haben es gestern geschaut, der Kleine hat so mitgeguckt, der mag ja auch Fußball. Der musste sehr lachen bei der einen Szene, wo der Junge mal richtig Fußball gespielt hat. Du wirst dich erinnern, Kate, was da passiert ist. Oder auch nicht. Doch, ja, aber ich habe hier nebenher ein Kleinkind, sorry. Ach so, okay. Ja. Alles gut. Ja, es ist eine sehr lustige Szene. Genau. Ja, toller Film. Empfehlenswert. Wochenendrebellen. Ich gebe da auch, weiß nicht, hat mir sehr gut gefallen. Ich gebe 8 Punkte. Läuft auf Sky gerade. Weiß nicht, ob der dann demnächst auf anderen Plattformen dann auch läuft. Okay, dann auf zu dem Serienbereich. Da wartet ein Top-Neustart der Woche auf uns. Serien. Weiß ich nicht mehr genau, wer. Ich glaube, wir wollten alle oder so, ne? Nein, die Acolyte. Ich glaube, ich sollte die Acolyte machen. Ja, du steckst am sattelfestesten im Star Wars-Thema. Die Acolyte, die neue Star Wars-Serie auf Disney. Sonst erzähle ich noch irgendwas von Spock hier oder so. Nein. Es ist, 2 Folgen sind gedroppt worden. Und ja, es ist.
eine Zeit weit, weit, weit vor den eigentlichen Filmen, wie wir sie kennen, oder vor der Originaltrilogie und vor Episode 1, ganz, ganz weit davor. Da geht es darum, dass die Galaktische Republik da eigentlich in Ordnung lebt und die Jedi, die Hochzeit der Jedi quasi mit der, die Ordnung in der Galaxie aufrechthalten. Und da kommt es eben dazu, dass das eine Attentäterin, May, sich aufmacht, um Jedi zu töten, und zwar gezielt. Und das, so fängt die Serie an, dass sie direkt eine Jedi zum Kampf herausfordert mit greif mich an mit all deiner Kraft, und natürlich eher so, was willst du denn, junges Mädchen, mehr oder weniger von mir. Und daraus entwickelt sich eben dann diese Geschichte, dass diese Attentäterin dann auf der Flucht ist, dann kommt heraus, okay, das ist eigentlich die Zwillingsschwester von einer anderen, weil die andere, Gott, wie hieß sie, ich und Namen, hey. Ja, lass da einfach weg. Ja, genau, lass mal einfach weg. Und die ist ehemaliger Padawan. Und dann heißt es zuerst so, na, kann eigentlich nicht sein, wie und was. Und dann schaut man sich trotzdem nochmal an und spürt dann auch die auf, also die Jedi, wo losgeschickt werden, also Quimia in dem Fall, Manny Jacinto spielt den, die May wird gespielt von Amandla Stenberg, und da macht man sich eben auf, die zu finden, findet die dann auch, bringt die dann nach Hause, dann kommt sie zu ihrem ehemaligen Meister Sol, der wird gespielt von Lee Jung Jae, das ist kennt man vielleicht aus Squid Game oder sowas, und ja, die machen sich dann halt eben auf, herauszufinden, okay, was macht die Attentäterin, was ist da ihr Ziel, und während die weiter ihren Rachefeldzug gegen 4 Jedi führt, und einer davon ist natürlich auch Sol, und ja, es ist sehr, sehr spannend, also ich habe jetzt schon ein paar Sachen dazu gelesen, also es ist ein bisschen anderes Star Wars mal wieder, wie man es wieder gewohnt war oder wie man es vielleicht auch kennt, und alles ist schon relativ ansprechend gemacht. Was halt spannend ist, Ende von Folge 2 fand ich mega, was uns da erwartet in der dritten Folge. Da habe ich richtig Bock drauf. Und es werden wohl jetzt schon auch. Aber sah das nicht, sorry, dass ich reinkriege, sah das nicht unfreiwillig komisch aus? Fandst du das nicht? Ja, ein bisschen. Ja. Okay. Aber es ist halt wegen den Verhältnissen halt einfach auch, wegen den Größenverhältnissen, okay. Aber es ist halt so. Und es gibt wohl jetzt schon irgendwelche Easter Eggs und was weiß ich was, die versteckt sind, und es gibt eine brutale Riesenkritik an dieser Serie, wo ich einfach nur noch den Kopf schütteln kann, dazu komme ich gleich. Insgesamt ist es, ja, es ist okay, es hat mich jetzt noch nicht so komplett weggefiedelt wie Ahsoka zum Beispiel, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, gib mir die nächste Folge oder wie The Mandalorian. Aber es ist bisher ist es ganz okay. Ich bin gespannt, wo das hin weitergeht. Die teils granatenschlechten Bewertungen, wie zum Beispiel auf IMDb mit 2 von 5 Sternen oder 1,9 von 5 im Schnitt oder sowas, kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen, weil das würde ja als kompletten Flop das darstellen. Und das sehe ich eigentlich nicht, dass es ein kompletter Flop ist. Es ist durchaus interessant, finde ich, wo es hingeht, auch mal aus dieser Zeit was zu erzählen. Und mal gucken, wie sich das entwickelt. Wie ging es euch? Ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Also ich glaube, ich brauche noch 1-2 Folgen, um zu sehen, ob das rockt oder nicht. Also ich sag mal so, von heutzutage, du guckst, es gibt sehr viele Filme, sehr viele Serien, ich komme ja nachher auch noch zu einer, und man erwartet einfach, oder ich erwarte einfach, dass die wirklich schon in der ersten Folge mich irgendwie catcht oder wenigstens in der zweiten, weil heutzutage, es gibt so viel Material, und wenn da Star Wars drüber steht, dann bringe ich da schon sehr viel mit, wo ich sage, okay, ich gebe der Serie auf jeden Fall Zeit, weil ich weiß, da steht das Label drüber. Das hat auf jeden Fall was, und da werden genügend Leute drauf geguckt haben, dass es gut wird, dass es nicht scheiße wird oder so, und
da bringe ich viel mit. Aber hier, die ersten zwei Folgen haben mich auch nicht so richtig mitgerissen. Also, wenn ich jetzt mit deiner Zusammenfassung, da ist mir auch wieder ach ja, da war ja das auch noch, okay. Also, ich habe schon wieder die Hälfte vergessen von den ersten zwei Folgen und ich hoffe mal, dass das noch irgendwie ein bisschen anzieht. Ich fand, da sind ja ein paar Major Deaths schon in den ersten Folgen drin, wo ich dachte, oh, das ist aber jetzt schade. Dachte ich jetzt, okay, na, wenn diese Person jetzt nicht mehr dabei ist, na mein Gott. Also ich hätte mir echt gewünscht, ich hätte mir von manchen Personen halt gern mehr erhofft oder mehr gesehen, weil ich auch die SchauspielerInnen mag, die verkörpern und ja, dass die dann gleich raus sind und dann sind nur noch in Anführungszeichen andere dabei, mit denen ich nicht so wahnsinnig viel verbinde, fand ich ja auch ein bisschen komisch. Also ich bin noch hin und her gerissen. Also ich kann jetzt auch noch nicht sagen, ich muss wirklich die dritte Folge noch abwarten und die vierte vielleicht sogar. Aber ansonsten ist für mich zumindest mal auch der schlechteste Start einer nicht animierten Star Wars Serie. Ja. Kate? Ich finde es ehrlich gesagt ganz gut. Ich finde, dass es halt mal weg von all den bekannten Star Wars-Namen ist und einfach eine ganz neue Geschichte erzählt. Das gefällt mir gut. Ich kann Erik verstehen, es dauert ein bisschen, bis man reinkommt. Und ja, vor allem am Anfang, du hast halt diese Attentäterin und dann gibt es diesen Schnitt zu der gleich aussehenden Frau, die dann was ganz anderes macht. Und da habe ich zum Chris gesagt, hey, ist das jetzt irgendwie früher? Spielt es jetzt davor? Bis du geschnallt hast, dass das die gleiche Zeitebene ist und die halt Zwillinge sind. Das hat kurz gedauert. Ne? Also, und deswegen schwierig. Aber ansonsten, ich finde es eigentlich jetzt gut. Ich möchte gern wissen, wo es hingeht. Es catcht mich jetzt nicht so wie Ashoka oder so. Aber vielleicht einfach, weil es was Neues ist, weil es nichts ist, wo man die Namen schon kennt, wo man denkt, ah, vielleicht kommt der, was ist, wenn der irgendwie kleine Gastrolle hat in einer der Folgen, oh mein Gott und so, sondern dass es einfach was Cleanes, Neues ist. Ja. Ich gucke auf jeden Fall weiter, ich bin gespannt, wo es hingeht und was hinter der Geschichte dieser Zwillinge steckt. Ich auch. Bin auch gespannt, was da noch kommt, aber ich gebe der Serie nicht mehr sehr viel mehr Folgen. Also wenn jetzt wirklich eine Folge, wenn die mich immer noch nicht, oder vielleicht sagen wir noch zwei, dann breche ich die ab. Also das reizt mich zu wenig dann. Und dann diese ganzen Martial Arts Kämpfe und so weiter. Ja, das war eigentlich ganz gut inszeniert, aber das reicht für mich nicht. Also ich will da noch ein bisschen mehr Story sehen und ich mochte so dieses bisschen Märchenhafte, was bei Star Wars immer ein bisschen mitschwebt in der Story oder bei Andor, diese Rebellengeschichte und so mochte ich sehr. Aber hier, ich weiß nicht, also ich kann da jetzt abschließend noch nichts, ja, müssen es einfach mal stehen lassen, wir werden da wahrscheinlich nächste Woche nochmal das aufgreifen. Genau, da gucken wir mal, was draußen wurde. Geht einfach mal auf kinocast.net und lasst mal einen Kommentar da, vielleicht am besten spoilerfrei. Nicht, dass es noch jemand liest, der vielleicht noch gucken, der oder die noch gucken möchte. Genau, wie ihr das so fandet, ob es euch genauso geht oder ob ihr da schon abgebrochen habt, ob ihr da noch Mut mitbringt oder nicht. Ne? Lasst es uns mal wissen. Ja, ja, ich würde noch ganz kurz zu den Kritikpunkten, die ich da gelesen habe, kurz drauf eingehen. Und zwar ist der große, ganz, ganz große Kritikpunkt, der tatsächlich durchs Internet gerade getrieben wird, dass die Serie vor Wokeness nur so triefen würde, dass genau drauf geachtet wurde, ja, die haben zwei Mütter gehabt und es gibt eigentlich keinen... Ach, Leute. Guck und schon geht's los. Mhm. Und es gibt keinen weißen Mann in der Serie und wenn es welche gibt, dann sind sie eher vertrottelt oder was weiß ich was. Sondern es gibt halt Asiaten, es gibt
Ja, mein es Gott, gibt Araber, die Welt ist halt es bunt, gibt ne? Schwarze, also es gibt Dinge, aber keinen Weißmann. Und ich denke mir nur so, hey Leute, jetzt kommt mal wirklich ganz genau klar. Erstens, es ist immer noch ein Fantasy-Ding. Also scheiß erst mal da drauf, ne? Und wenn sie wegen mir grün sind oder rot oder blau, ist mir scheißegal, welche Hautfarbe die haben. Komplett. Und es ist mir auch völlig scheißegal, welche Augen die haben, ob die Das ist doch, vielleicht haben sie auch ein drittes Auge oder nur ein Auge oder vielleicht haben sie auch ein Auge auf dem Pimmel. Ich habe doch keine Ahnung. Ist mir scheißegal. Kommt mal klar. Also das ist, ich finde das so unsäglich, dass man sich jetzt darüber echauffieren kann. Oh, das sind gar keine weißen Männer dabei. Ey, ist eigentlich noch alles ganz sauber oder was? Also worauf will man jetzt hinaus? Auf dieses, ja, aber in dem Film ist gar kein schwarzer Schauspieler dabei oder oh, in irgendwelchen Star Trek Serien, da sind gar keine Araber dabei. Ey, jetzt ganz ehrlich, kommt man auf so eine Scheiße klar? Was ist das denn? Das ist halt eine Geschichte, die wird erzählt und gut ist doch völlig wurscht, doch was klar, die da machen. Ah, warum keine Araber im Raumschiff Enterprise sind? Das hat kein BMW-Zeichen drauf. Spaß beiseite. vollkommen d'accord. Ich meine, Leute, geht mal ein bisschen raus in die Welt, guckt euch mal die Welt an. Dann werdet ihr nicht viele weiße Leute überall irgendwo finden. Und selbst wenn, ist doch völlig Banane, wäre da was. Die Story ist muss gut scheißegal, sein. Ja. Die Story muss gut sein. Ich habe, was weiß ich, wenn du da so einen Film anguckst wie Menace to Society, spielt auch kein einziger weißer Mensch mit. Das ist ein sauguter Film. Aber irgendwas. Darauf kommt es halt an. Ja. Ja, eben, aber gut, eben. Wenn ihr sowas wollt, dann müsst ihr halt auf, wo war das? Maxton Hall, diese unsägliche Scheißserie da mit diesen, wo war das? Netflix? Amazon Prime? Weiß gar nicht mehr. Maxton Hall, musst mal letztens gucken für. Prime. Oh, wie furchtbar. Nur Weiße mit weißen Problemen auf einem, also eine deutsche Serie, die in England spielt, so ein bisschen Rosamunde Pilcher für Teenies. Ja, müsst ihr das gucken. Dann könnt ihr halt nicht Star Wars gucken. Bäh. So, jetzt verpisst euch mit eurer Meinung da. ja, genau. Also, wir geben Acolyte auf jeden Fall nochmal ein oder zwei Chancen. Ihr werdet es wahrscheinlich durchgucken, aber ich bin, wahrscheinlich werde ich es auch durchgucken. Aber ja, mal schauen. Vielleicht kriegen sie ja noch irgendwie einen Dreh. Ich hoffe mal, dass vielleicht eine bestimmte Schauspieler, die schon gestorben sind, dass die vielleicht doch noch mehr Rollen bekommen oder so. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass im Star Wars-Universum jemand, der gestorben ist, wieder aufgetaucht ist oder so. Okay, ich sag mal, oder Kate, mach du mal Eric. Genau. Ja, Eric. Gerne. Eric hier. Ja. Eric ist ein... Dass ich das noch nicht geschaut habe, ist eigentlich auch... Eine Serie mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle. Er spielt Vincent. Vincent ist ein Puppenspieler und auch Puppenerfinder in einer Kindershow namens Good Day Sunshine. Also quasi wie die Sesamstraße, wo unten die Leute die Puppen oben bedienen und es wird nur oben gefilmt, ne? Also, und er hat diese Sendung erfunden und kreiert die Puppen und ist selber Puppenspieler und so. Und er ist verheiratet mit seiner Frau Cassie, gespielt von Gabby Hoffman. Und die haben gemeinsam einen Sohn namens Edgar. Und ich weiß jetzt nicht, in welcher Zeit das spielt, aber es wirkt alles ein bisschen älter, also wahrscheinlich vielleicht so 80er, 90er. Ja, New York der 80er Jahre, wenn ich mal hinkomme. Oh ja, okay, ich habe es nicht gesehen. Und die Ehe ist jetzt nicht unbedingt die beste, das merkt man relativ schnell, die streiten viel und Edgar muss ziemlich viel aushalten und irgendwie Kissen über den Kopf ziehen, damit er nicht immer seine Eltern streiten hört und so. Und eines Tages geht es darum, dass er zur Schule gehen muss und seine Mama kann ihn nicht bringen, also soll sein Vater ihn auf den Weg zur Arbeit bringen. Und es gibt dann schon wieder den nächsten Streit, weil er sei ja alt genug, um alleine zu gehen. Und es sind ja nur ein paar Blocks und es wird dann halt diskutiert. Und in der Zeit, wo seine Eltern diskutieren, geht er halt einfach und sagt Tschüss und geht. Problem ist, er kommt in der Schule nicht an. Er verschwindet. Und die beiden stehen dann da und wissen nicht mehr, wo vorne und hinten ist.
Und daraus ist natürlich der nächste Streit entbrandet und die Polizei wird dann eingeschaltet und man versucht dann rauszufinden, was passiert ist. Und jeder geht so ein bisschen mit seinen Problemen anders um, weil auch die Frage im Raum steht, ist er weggelaufen, wurde er entführt? Es gibt irgendwie keine Freilassungs, wie heißt das? Keine Lösegeldforderung. Genau, es gibt keine Lösegeldförderung oder so. Man weiß einfach nicht, er ist einfach wie vom Erdboden verschwunden. Und man weiß einfach nicht, wie oder warum. Und jeder geht mit seiner Trauer oder seiner Angst eben anders um. Seine Frau, also die Mutter, macht Flugblätter und geht durch die Gegend und verteilt die und versucht Leute zu animieren, zu helfen und ist immer wieder bei der Polizei und fragt, wie weit die sind und so. Und der Vater, der Benedict Cumberbatch, eben macht es auf seine Art und Weise, und zwar verfällt er dem Alkohol. Er trinkt massiv und verfällt dann in eine Art Wahn. Und in diesem Wahn findet er die Zeichnungen seines Alinash, seines Sohnes, der sich ein neues Monster für oder eine neue Puppe für die Show vom Vater ausgedacht hat. Und diese Puppe heißt Eric. Und er ist dann der Meinung, wenn er den Eric erschafft in der Show, wird sein Sohn irgendwie zurückkommen. Er verfällt dann eben innerhalb dieses Wahnes darin, diese Puppe zu erschaffen. Und plötzlich sieht er die Puppe vor sich und ist quasi wie so das Teufelchen oder das Engelchen auf seiner Schulter, nur halt in Lebensgröße. Und er fängt an, sich mit ihm zu unterhalten. Und ist so sein inneres Ich, das mit ihm dann diskutiert und ihm dann auch sagt, hey, lass doch mal den Alkohol weg und vielleicht such mal deinen Sohn oder vielleicht machen wir mal das und das und probieren das so und so aus. Und daraus entspinnt sich eben die Geschichte, was mit dem Sohn passiert ist. Das wird am Ende auch alles aufgeklärt. Und es geht dann natürlich auch darum, wie die Ehe weitergeht, was da noch alles nebenbei passiert ist, und man verfolgt so Schritt für Schritt die Wege des Sohnes, was, wie, wo, was passiert ist. Und es ist schon sehr bedrückend. Also witzigerweise, es ist eine sehr bedrückende Serie, aber immer wenn Eric auftaucht, ist es irgendwie, nimmt's ein bisschen die Bedrücktheit und es kommt eine leichte Leichtigkeit rein. Weil du denkst halt, ja, wenn der mit so einem imaginären Fellmonster redet, wirkt es ja eher ein bisschen lächerlich. Aber das ist es halt gar nicht, weil es passt total in diese wahnhafte Vorstellung von Benedict Cumberbatch rein, beziehungsweise von Vincent. Und dieser Verfall, den er dann da eben hat durch den Alkohol und diese, ja, Verrücktheiten, die in seinem Kopf abgehen, das ist dann halt, ja. Die Serie. Es ist sehr crazy. Sehr, sehr crazy. Klingt auch sehr Aber bedrückend. Ich weiß nicht, ob ich mir das spannend. angucke irgendwie. Das ging irgendwie. Ah, weiß Ja. nicht. Ja. Also es geht halt, klar, der Junge verschwindet, keine Frage. Aber es geht halt hauptsächlich um diesen Wahn von Cumberbatch. Diese Vorstellung, dass wenn er diesen Eric erschafft in seiner Show, dass dann irgendwie auf wundersame Weise sein Sohn zurückkommt. Das ist eigentlich so die Hauptstory. Okay. Genau. Na, vielleicht gucke ich doch mal rein. Heißt ja zumindest genauso wie ich. Da muss ich schon mal reingucken, glaube ich. Der Chris hat, glaube ich, auch schon zwei Folgen geguckt. Ich habe auch zwei Folgen schon geguckt. Ich kann es tatsächlich empfehlen, mal reinzugucken. Es ist schon cool gemacht. Und Benedict Cumberbatch ist halt ein mega Schauspieler. Wollen wir nicht drum rumreden. Der die Serie trägt. Mir geht seine Frau ein bisschen auf den Keks, aber das ist okay. Und dieses ganze Gewirrwarr, was da entsteht, es ist vieles unklar. Es kommt viel, man kriegt, wird so ein bisschen so Infos so einzeln gestreut, so ein bisschen und dann wieder nicht und dann wieder gucken und dann wieder sehr. Und das finde ich relativ interessant bisher. Ich bin mal gespannt, ob die Serie mich dann tatsächlich auch dann da behält. Aber ich werde auf jeden Fall weiterschauen, weil es ist nicht schlecht, was man da Okay. sieht. Das ist schon. Da gucke ich doch mal rein. Ich würde dem Ganzen eine Chance geben, ja. Das mache ich.
Okay, ich sehe gerade hier im Dokument bei Fortsetzung folgt, steht sie noch nicht einsortiert für einen der nächsten Sendungen, aber ja, ich sortiere die jetzt einfach mal ein, dann für die übernächste Sendung und dann habe ich die wenigstens schon geguckt. So, zack. Ja, ich habe euch ein, zwei Serien eingetragen im Dokument. War aber wahrscheinlich eine davon. Ja, ja, genau. Sehr gut, okay. Na, ich guck mal rein. Wie steht ihr zu der Serie The Bear? Schon mal geguckt, gehört? Ich habe angefangen, kann mich nicht mehr erinnern, ob wir das hatten. Doch, doch, ich hatte damit angefangen, aber irgendwie, irgendwas hat mich rausgebracht. Aber die muss ja irgendwie jetzt schon 3 Staffeln und mega gut sein. Zwei. Wir hatten die auch mal, jetzt gucke ich gerade mal, wann wir die hatten. Ach hier, bei Fortsetzung folgt. Oh, da habe ich doch 80%, also 8 von 10 habe ich da doch gegeben. Warum? Ach nee, halt, das war die falsche. Nee, ich habe 5 von 10 gegeben, genau. 5 von 10 bei der Besprechung bei Fortsetzung folgt. Wann? Da steht doch kein Datum, ey. Was ist das für eine komische Seite? Ich muss mit Daniel reden. Steht nur da 1 year ago, aber das ist ja nur ungefähr. Also ungefähr vor einem Jahr haben wir die Serie besprochen, bei Fortsetzung folgt. Und ich habe der jetzt nochmal eine Chance gegeben. Und für mich war die Zahl der Serie die 3. Denn ab der 3. Folge hat mich die Serie gehabt. Deswegen gebe ich auch bei The Acolyte gebe ich nochmal eine Folge mehr. Manchmal ist es so, da verfangen die ersten 2 vielleicht nicht so. Und man gerade bei Fortsetzung folgt, wenn wir da irgendwas gucken müssen und da ist auch viel Quatsch dabei und man guckt dann rein und wird damit nicht warm. Deswegen, und hier, ich hatte die auf dem iPad noch gehabt irgendwie und hatte irgendwie das andere alles, hat mich nicht so richtig gerade interessiert, wo ich unterwegs war. Ja, gucke ich da mal rein. Da geht jede Folge nur so 30 Minuten. Hab ich gedacht, okay, das ist ganz gut. Worum geht's denn? Vielleicht erstmal, um alle abzuholen, die Serie nicht kennen, die auch ein bisschen late to the party sind wie ich. The Bear ist eine Dramedy-Serie auf Disney Plus. Ist eine preisgekrönte Serie, hat mittlerweile sehr viel abgeräumt. Also von Primetime Emmy Awards, Critics' Choice Awards, sonst was alles. Darsteller haben Preise bekommen, die Serie selbst. Und das hat mich jetzt halt dazu gebracht, da doch nochmal reinzuschauen. Es geht darum, dass der ein junger Mann, gespielt von Jeremy Allen White, der ist ein Koch in einem Sternerestaurant und der kommt wieder zurück nach Chicago, weil es einen Todesfall in der Familie gibt. Sein Bruder ist gestorben und sein Bruder hat ein kleines, ja, nicht Restaurant, eher, ich würde es mal als einen Imbiss bezeichnen. Und es heißt The Beef und in diesem Imbiss gibt es halt so Sandwiches und so, wie es halt so Streetfood-mäßig in Chicago läuft, so mehr als schlecht als recht und die Leute da drin sind auch mehr oder weniger motiviert und er kommt nun quasi aus diesem Sternerestaurant dahin und er soll dieses übernehmen, er hat das quasi vererbt bekommen von seinem Bruder. Und das ist natürlich jetzt für ihn erstmal eine völlig andere Welt. Aber das ist nicht so das ganze Thema von dieser Serie, sondern eher diese Dynamik mit den Personen, wie er damit klarkommt. Es wird natürlich sehr viel Hektik in der Küche gezeigt. Und das hat mich am Anfang ein bisschen rausgebracht, weil das einfach zu hektisch war. Ich wollte eher was schauen, was mich vielleicht ein bisschen entspannt, eine Serie, oder wo es nicht ganz so hektisch ist. Und das nimmt zum Glück ab. Also uns wird erstmal die Hektik in der Küche dann natürlich gezeigt auch. Und er bringt natürlich auch ein paar neue Sachen mit rein, die er so aus dem Sternebereich mitgebracht hat, so wenn es auch nur die Anrede ist von den Personen. Und es kommen neue Leute mit in das Team dazu. Und ich habe dann wirklich, ab der 3. Folge hat mich das irgendwie gehabt. Und ich habe die 1. Staffel durchgeguckt, habe mir dann die 2. dann noch runtergeladen und habe da auch noch geschaut. Da war eine kuriose Folge mit drin in der 2. Staffel. Vielleicht kann mir jemand von den geschätzten HörerInnen mir mal erklären, was damit auf sich hat, weil normalerweise gehen die Folgen immer nur so 30 Minuten und eine hatte plötzlich Spielfilmlänge, die da mittendrin war. Habe ich nicht ganz verstanden. Die wirkt auch irgendwie in dem Fluss der Serie total unpassend. Aber es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele bekannte Darsteller mit dabei, besonders in der 2. Staffel, die dann plötzlich mit auftreten wurde, wo du dich dann fragst, what, die Person ist hier mit dabei, was macht die hier? Ich will jetzt mal niemanden spoilern, aber da sind Leute dabei, wo du denkst, das kann doch nicht wahr sein, wieso spielt die jetzt hier einfach mal so eine Mini-Rolle in der Serie, einfach mal,
Und das besonders in der zweiten Staffel. Und letzten Endes muss ich meine eigene Wertung von damals revidieren. Ich werde es auch bei Fortsetzung folgt nochmal sagen. Also es ist auf keinen Fall 5 von 10, sondern ich bin da jetzt mittlerweile eher bei 8 bis 9 von 10. Es ist wahnsinnig gut gespielt, toll geschrieben, toll gedreht. Die Musikauswahl ist auch so perfekt. Geneigte HörerInnen wissen ja, ich mag das immer, wenn irgendwie ein Musikstück auftaucht in einer Serie oder im Film und man merkt genau, der Regisseur oder die Regisseurin hat in dem Moment, wo sie die Szenen gedreht hat, schon das Musikstück im Kopf gehabt und hat das wirklich genauso wie ein Musikvideo inszeniert oder es passt einfach ganz genau zu dem, was da in dem Musikvideo, in dem Musikstück für eine Stimmung transportiert wird. Und das war halt hier dann auch, besonders in der zweiten Staffel, mochte ich sehr. Kann ich nur jeden und jeder empfehlen, da nochmal eine Chance zu geben, vielleicht ausgestiegen ist an irgendeinem Punkt. Und die neue Staffel kommt ab dem 27. Juni 2024, sehe ich hier. Das heißt, es ist nicht mehr lange hin, Staffel 3. Wie schnell das dann auf Disney Plus kommt, weiß ich allerdings nicht, weil das läuft ja in den USA erstmal auf dem Pay-TV-Sender FX. Ich weiß nicht, wie schnell es dann auf Disney Plus landet. Freue ich mich aber sehr drauf und da bin ich wieder am Start. The Bear. Empfehlung von mir. Mal reinschauen. Und jetzt muss ich auch trotzdem erstmal einen Schluck trinken, bevor ich jetzt hier die Neustarts mache. Ist was für euch, The Bear, nochmal reinschauen? Nee. Ja, vielleicht. Mal gucken. Okay. Weiß ich nicht. Holt mich nicht ab. Okay. Bisher ja. Nicht so. Nee. Dann, so, jetzt habe ich einen Schluck getrunken. Neustarts. Habt ihr irgendwas im Kopf, was vielleicht anläuft, worauf ihr euch freut? Oder sollte ich einfach mal loslegen? Leg mal los. Ich leg los. Diese Woche startet unter anderem am 17. Juni, also ja ungefähr in einer Woche, startet House of the Dragon Staffel 2 auf Sky. HBO-Serie. Da bin ich dabei. Ich denke, ich auch. bin ich gespannt drauf, was sie da jetzt weiter treiben, ob es die Qualität halten kann. Ich denke mal, werden auch sehr viele wieder schauen. 17. Juni, House of Dragon, viel mehr müssen wir nicht sagen, glaube ich. Also Game of Thrones Vorgeschichte. Dann startet auch noch eine koreanische Serie, eine Reality-Mystery-Serie, die heißt Agents of Mystery. Und das ist jetzt keine fiktionale Serie, die wir sonst hier immer so empfehlen. Aber es klingt trotzdem irgendwie spannend. Also ich glaube, ich werde da mal reinschauen. Das ist so eine Art, ihr kennt doch bestimmt so Escape Rooms, ne, oder sowas. Und hier ist halt so, hier wird halt so ein Team in irgendein Setting reingebracht und da müssen sie irgendein Mysterium mit übernatürlichen Sachen lösen, dieses Team. Und das klingt irgendwie ganz spannend. Also Agents of Mystery startet am 18. Juni auf Netflix. Und wir wissen ja, koreanische Sachen, die haben immer irgendwas. Also könnte sein, dass das auch was hat. Vielleicht taugt es auch gar nichts, keine Ahnung. Wir gucken mal rein. Dann was noch ein bisschen ein schwereres Thema hat, läuft auf Disney Plus an am 19. Juni. Das heißt We Were the Lucky Ones. Das ist eine Miniserie. Da geht es um das Schicksal einer jüdischen Familie, deren Mitglieder die Schrecken des Holocausts überleben. Und zwar wird die Familie zu Beginn des Zweiten Weltkriegs getrennt und versuchen, sich durchzuschlagen und zu überleben und natürlich dann auch wieder zusammenzufinden. Und Hauptrollen sind zum Beispiel Joey King, den hat man gesehen bei Bullet Train. Logan Lerman, der hat bei Hunters mitgespielt. Und ja, Regie. Thomas Kail, der hat zum Beispiel sowas gemacht wie Fosse oder Verdon. Kenne ich jetzt nicht. Aber von der Drehbuchautorin stammt zum Beispiel Bates Motel und The Morning Show. Und das ist für mich eigentlich was, wo ich interessiert bin, weil The Morning Show finde ich unglaublich gut geschrieben. Bates Motel habe ich nicht so weit geguckt, um das beurteilen zu können, aber The Morning Show ist richtig gut und richtig gut geschrieben vor allem. Und deswegen habe ich da Lust drauf. Also We Were the Lucky Ones ab 19. Juni auf Disney Plus. Das waren meine Serienempfehlungen für die kommende Zeit. Und war da für euch was dabei? Das Koreanische würde ich mal angucken. Ja, das Koreanische und natürlich House of the Dragon. Dachte ich mir. Okay, dann was noch. Wir hatten einen Kommentar zur letzten Sendung.
Das war das Hauptthema Kingsland und Garfield. Ihr könnt euch vielleicht erinnern. Da hat der Baha kommentiert, er hatte bereits zweimal Filme von Mads Mikkelsen in der Sneak Preview gehabt. Nämlich Der Rausch, den hatten wir nicht in der Sneak. Hat mich auch wegen dem Thema nicht interessiert. Da geht es, glaube ich, um welche, die sagen, man sollte einen konstanten, Pegel haben an Alkohol, genau. Weil man dann irgendwie gut noch besser funktioniert. Und die übertreiben es dann aber halt ein bisschen, weil die werden halt alle so Alkoholiker, glaube ich, wenn ich es richtig zusammengefasst habe. Ja, jetzt habe ich es auch im Kopf, das passt. Und er hatte auch noch Helden der Wahrscheinlichkeit, den hattest du, glaube ich, in der Sneak, da war ich nicht mit an dem Tag. Ja, den fandst du auch gut. Den wollte ich mal irgendwann noch nachholen, mal gucken, ob es den, gibt es den irgendwo? Den solltest du nachholen, ja. Das kann ich dir nur empfehlen. Ich schau gleich mal hier bei werstreamt.es, Helden der Wahrscheinlichkeit, ob es den irgendwo gibt. Komödie 2020. Ah, nee, Moment mal. Da gibt es eine Komödie von 2020 und einen Film von 2022. Hattest du den mit Mads Mikkelsen in der Sneak? Es geht um die Filme von Mads Mikkelsen. Nee, meine ich ja. Ja, den hatten wir auch in der Sneak. Genau, also dann hattest du den von 2020, den Red Vergessen Ritter, Riders of Justice. Ja, genau. Okay, ja, den gibt's nirgendwo kostenlos, gerade aktuell im Streaming. Kann man überall aber ausleihen gegen eine geringe Gebühr. Na, vielleicht tue ich das mal. Genau, also ich bin jetzt abgekommen. Also er hatte zwei Filme in der Sneak Preview gehabt. Er findet Mads Mikkelsen Filme kann man immer gut gucken. Er findet auch Atlas war eine echte Zeitverschwendung. Ja, you have been warned. Ey, ich frage mich, wir reden hier über Filme. Ja, wir empfehlen gute Filme hier oft. Die Leute gucken nicht die guten Filme. Wir reden über Scheißfilme, wie schlimm wir die fanden und die Leute gucken es. Ich verstehe es nicht. Warum machen wir dies? Er findet, Atlas war eine echte Zeitverschwendung. Da hätte er lieber Wochenendrebellen noch ein zweites Mal geschaut. Offensichtlich fand er den auch gut. Vielen Dank für die Folge. Wie immer ein Genuss. Liebe Grüße, Baha. Ja, vielen Dank für deinen lieben Kommentar. Und ja, dann lass doch einfach die Filme aus, die wir nicht gut fanden und schau die Filme, die wir gut fanden. Geh ins Kino. Vielleicht. Ja. Vielleicht hat er den ja aber schon gesehen gehabt, bevor unsere Folge rauskam oder bevor er unsere Folge gehört hat. Okay, dann sollten wir vielleicht unsere HörerInnen schulen, dass wir sagen, schaut keine Filme, die wir noch nicht besprochen haben. Ihr müsst erst unsere Meinung abwarten. Genau. Jeder hat das Recht auf unsere Meinung. Genau. Okay, ja, das war zumindest der Kommentar, der hier sichtbar geworden ist, weil er auf kinocast.net ist. Ich habe jetzt noch nicht geschaut, ob in den Tiefen von Facebook, da muss ich mich immer in meinem Facebook-Kinocast-Account extra einloggen, damit ich sehe, ob da was war. Deswegen nutzt am besten kinocast.net, da sehe ich es am ehesten. Okay, und jetzt schauen wir mal, was wir euch auf die Ohren packen in unserer Empfehlung für die Spotify-Playlist, wo ich gerade das nicht finde. Ach doch, hier. Music. Aus der Serie The Bear packe ich drauf R.E.M. Half a World Away. Und ihr seht schon, offensichtlich wird da ins obere Regal gegriffen bei der Musik. Und so ist es auch. Also da ist Pearl Jam dabei, da ist alles Mögliche dabei. Richtig gute Musikauswahl. Chris, was hast du? Sehr schön. Ich habe aus unserem aktuellen Sneak-Film was mitgebracht. Und zwar von Billie Eilish, Bad Guy. Und den haben wir noch nicht drauf. Der war nicht drauf. Ich habe nicht drauf. Ich habe extra geguckt. Okay. Ich überprüfe sowas ja im Vorfeld. Ich wollte Kate noch ein bisschen Zeit geben, weil ich habe heute keinen. Drin. Ich stehe in der Küche. Ich habe heute keinen. Ich kann keinen spontan rausholen. Okay. Die Küche ist gut. Gibt's da nichts von Taylor Swift? Ich kann euch einen Taylor Swift-Song nennen, ja. Komm, sag an. Dann nehme ich Fortnite. Fortnite? Ja. Genau wie das Spiel. Nee, schreibt sich tatsächlich anders. Okay. Siehst du mal, keine Ahnung, ey. Aber der ist mit Post Malone. Fortnite. Okay, da ist es. So, packe ich drauf, ist drauf. Und jetzt haben wir noch eine ganz wichtige Empfehlung für euch. Wir publishen ja die Folge immer schon am Sonntag. Falls ihr euren Arsch noch nicht aus dem Bett bekommen habt heute, dann tut das mal und geht gefälligst wählen. Ja. Ja. Sofort. Ja. Geht wählen. Und nicht irgendwelche Scheiße wählen. Dann wählt lieber die Partei. Oder sowas, oder keine Ahnung, Umweltschutz oder Tierpartei oder hast du nicht gesehen oder die Grauen Panther, falls es die noch gibt, falls ihr nicht wisst, was ihr wählen sollt. Und meine Tochter, die ist diesmal Erstwählerin,
Die ist ein bisschen überfordert mit den ganzen, also sie hat das ganze Zeug ja schon heimbekommen hier irgendwie für unser ganzes Kommunal. Das ist nicht einfach. Guckt euch das mal in Ruhe an. Schaut, dass eure Stimme zählt. Ja, ganz wichtig. Befasst euch da mal damit und geht verdammt nochmal wählen. Ganz wichtig. Ja, weil ja, das, wählen gehen ist wie Zähneputzen. Wenn du es nicht machst, wird es braun. So nämlich. Genau. Also, raus jetzt. Könnt ihr gerne einen anderen Podcast noch auf dem Weg zum Wahlbüro anhören. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn ihr gewählt habt. Wenn ihr nicht gewählt habt, dann ja, dann dürft ihr uns nächste Woche nicht hören. Nächste Woche wird richtig gut, das verspreche ich euch schon mal. Und das dürft ihr dann nicht hören. Also bis dann. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. Bis bald im Kinocast.